Ja, meine Damen und Herren, das nächste Thema des heutigen Debattenmittwochs beschäftigt sich mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs an den Hochschulen, sagt man auch mit dem wissenschaftlichen Mittelbau oder akademischen Mittelbau in Forschung und Lehre. Das sind beispielsweise Doktoranden, das sind junge Wissenschaftler, die auf den Aufstieg hoffen, möglicherweise eines Tages auf eine Professur. Es gibt viele davon und es ist kein Geheimnis, die Arbeitsbedingungen und auch die finanziellen Bedingungen dieser Menschen sind oftmals prekär. Sie haben Zeitverträge von einem Jahr, von zwei Jahren, keine Basis, auf der man in jungen Jahren beispielsweise eine Familie gründen könnte. Und nicht alle von denen, die in dieser Situation sind, werden eines Tages eine Professur bekommen, denn so viele Professuren gibt es im Land gar nicht. Insofern jetzt also hier eine Debatte zum Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs. Dieser Bericht wird einmal in der Legislaturperiode vorgelegt. Er enthält statistische Daten und auch Forschungsbefunde zu Karrierewegen. Es wird Zeit, dass er hier debattiert wird, denn die Legislaturperiode ist bekanntlich bald zu Ende. Erste Rednerin ist jetzt die zuständige Ministerin Bildungs- und Forschungsministerin Johanna Wanka, die der CDU angehört. Der Bundesministerin Frau Dr. Johanna Wanka das Wort für die Bundesregierung. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben seit 2005 große Milliardenpakete in den Hochschulbereich, in den Wissenschaftsbereich gegeben. Wenn ich zum Beispiel an die Exzellenzinitiative denke, an den Hochschulpakt, an den Qualitätspakt Lehre und viele andere Dinge, über die wir hier gesprochen haben. Und diese Milliarden, die neu dazugekommen sind, haben dazu geführt, dass sehr viele zusätzliche, neue, vorher nie vorhandene Arbeitsplätze geschaffen werden konnten. Wir also sehr viel mehr Beschäftigte haben. Davon sind sehr, sehr viele befristet beschäftigt und um deren Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses geht es. Wenn man jetzt sich die Zahlen anschaut, wie viel befristet beschäftigt sind, dann ist der größte Teil davon sind diejenigen, die promovieren. Wenn sie promoviert sind und in die Wirtschaft gehen oder in die Verwaltung oder in irgendein Amt, also in eine Tätigkeit gehen, dann sagt dieser Bericht aus, wie ihre Situation ist. Dann haben sie Vollbeschäftigung. Das heißt, wir haben nach diesem Bericht für die mit Promotion Vollbeschäftigung. Und das, glaube ich, ist ein sehr guter Effekt. Trotzdem muss man sagen, wenn man das Verhältnis sieht, befristet zu unbefristeten Stellen, dann ist durch die vielen Gelder die Balance zwischen befristeten und unbefristeten etwas aus der Balance geraten. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass auch mehr befristete Stellen auch im Mittelbaubereich geschaffen werden. Aber den 91b Grundgesetz haben wir verändert, damit Möglichkeiten für den Bund. Das hat aber null Veränderung, was die Grundkompetenzen anbetrifft. Die Grundverantwortung liegt für die Hochschulen bei den Bundesländern und nicht bei der Bundesregierung. Das heißt, dort muss entschieden werden. Trotzdem, obwohl wir nicht die originär Verantwortlichen sind, haben wir in dieser Legislaturperiode etwas getan, was ich seit 90 nie erlebt habe und kenne. Wir haben von Seiten der Bundesregierung unbefristete Beschäftigungen, also die Gelder dafür, unbefristete Beschäftigungsverhältnisse zur Verfügung gestellt. Wenn man ganz großzügig rechnet, sind das über 12.000 Stellen. Es könnten 15.000 sehr sein, kommt darauf an, wie man sie honoriert. Das heißt, diese Stellen sind über die BAföG-Entlastung zur Verfügung gestellt worden, unbefristet, unbefristet. Und jetzt gucken wir mal in die Länder, zum Beispiel, Frau Gohlke, nach Brandenburg oder nach Thüringen, wo Sie jeweils in der Regierung sind, also die Möglichkeit haben, dort entsprechend das umzusetzen. Das ist nicht erfolgt. Das ist nicht erfolgt. Dort sind nicht mehr unbefristete Stellen entstanden für den Mittelbau oder auch höhere Gehälter. Und ich will das gar nicht kritisieren. Ich will das gar nicht kritisieren, weil das ist nicht, das geht, ja, ich will es nicht kritisieren, weil die Entscheidung, was damit getan wird, mit diesen Geldern, mit diesen Stellen, muss in den Ländern getroffen werden. Und wenn man in den Ländern andere Prioritäten setzt, meinetwegen Schule oder Bau oder anderes, dann ist das Sache der Länder. Aber dafür sind wir hier auf Bundesebene nicht verantwortlich, sondern wir haben die Möglichkeit geschaffen.
Wenn man jetzt nicht zu denen gehört, die nach der Promotion in den Arbeitsprozess gehen, sondern die im akademischen Bereich Karriere machen möchten, dann ist das anstrengend, weil es geht dann um die Spitzenposition. Es geht um die höchsten Leistungsträger, das heißt um die Professuren. Und ich hatte gesagt, Balance zwischen Befristeten und Unbefristeten ist etwas aus der Balance geraten. Und wir haben mit dem Tenure-Track-Programm 1000 zusätzliche unbefristete Professuren angeregt, wo wir 1 Milliarde für 10 Jahre ausgeben und dann müssen die Länder übernehmen. Und wir haben nicht nur diese 1000 zusätzlichen unbefristeten Professurenstellen, sondern auch im Tenure-Track-Programm, dass immer wieder Tenure-Track angeboten wird. Und Tenure-Track bedeutet Planungssicherheit. Karrieresicherheit, frühzeitig zu wissen mit 32, du bleibst hier im System und wirst Professor oder bleibst Professor. Und das ist etwas, was ein Mangel war in Deutschland. Das hatten wir nicht. Das haben wir beim Tenure Track. Und für mich ist eine Weiterentwicklung der Juniorprofessur, die ich sehr begrüßt habe, die ich immer noch gut finde. Aber die Planungssicherheit, die Rechtssicherheit, die hatte man da nicht und die haben wir jetzt. Das heißt, wir haben etwas angestoßen, was über die Jahre eine Strukturveränderung, eine positive Strukturveränderung für den wissenschaftlichen Nachwuchs bedeutet. Und jetzt zu dem Thema, was ein zweiter wichtiger Komplex war, das ist die Frage Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Tätigkeit, Nachwuchswissenschaftler mit Familie. Ich sage nur an alle, die nach mir reden, wenn Sie zitieren, dass der Anteil der Kinder bei Nachwuchswissenschaftlern geringer ist, dass sie also weniger oft Kinder bekommen, da müssen Sie genau an den Bericht schauen. Das sind die Zahlen von 2006. Das sind die Zahlen von 2006. Herr Gehring, am Ende Ihrer Amtszeit, also als Regierung, damals war das Ergebnis. Wie die Situation, ist klar, war ein Versprecher, aber... Ja, dazu komme ich jetzt, wenn Sie mich reden lassen und nicht dazwischen rufen. So, wir haben jetzt in den ganzen Jahren ganz viel getan, zum Beispiel beim Wissenschaftszeitpunkt. Kann ich reden, wenn die so laut fragen? Beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz oder anderes. Davon haben wir aber noch nicht die Erkenntnisse. Wie hat sich das ausgewirkt auf Kinder haben? In welchen Größenordnungen? Also muss man das untersuchen, dringend untersuchen. Und das tun wir auch. Was wir aber im Bericht haben, sind Befragungen von denen, die jetzt in dem Bereich sind, wie sie das denn empfinden, die Arbeitsbedingungen im wissenschaftlichen Bereich. Und die finden das attraktiv. Und bei dem Thema Vereinbarkeit mit Familie kann man, jedenfalls nach dem Bericht, was die Wissenschaftler herausbekommen haben, nicht sagen, dass sie das besonders schlecht, aber auch nicht, dass sie es besonders günstig finden im akademischen Bereich. Das ergibt sich eindeutig aus der Studie. Der einzige Unterschied ist, dass diejenigen, die Familie haben, Kinder haben und Eltern sind, die Situation viel positiver beurteilen als die anderen, die vielleicht Sorge dafür haben, wie ist es, wie wird es. Und weil wir nicht genügend Daten haben, deswegen ist es so wichtig, dass wir das Hochschulstatistikgesetz novelliert haben, dass wir jetzt in Zukunft, ja, Herr Rossmann, viel besser Daten haben werden über die Eingangsvoraussetzung, wer wird Professor etc., über viele, viele Dinge und dass wir speziell für den wissenschaftlichen Nachwuchs in unserem Haus ein Förderprogramm aufgelegt haben, was untersucht die unterschiedlichsten Aspekte von Karrieremöglichkeiten für junge Wissenschaftler. Laufen zurzeit 8 große Projekte und damit hoffe ich, dass wir bald wissen, wie ist denn das zum Beispiel mit den Kindern, wie ist das, was wir gemacht haben, wie hat das gewirkt oder was müssten wir anders machen. Und deswegen freue ich mich sehr und freue mich auf die Debatte. Bundesministerin Johanna Wanka war das, hier Dank, erste Rednerin in dieser Aussprache zum Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs. Nicole Gohlke für die Linksfraktion, Sprecherin für Hochschul- und Wissenschaftspolitik, ist die nächste Rednerin. Kolleginnen und Kollegen. Arbeit im Dienste der Wissenschaft, akademische Forschung und Lehre als Beruf, für viele klingt das so attraktiv, dass sie dafür zahlreiche Entbehrungen auf sich nehmen. Das zeigt der Bundesbericht zum wissenschaftlichen Nachwuchs. Wer sich für den Verbleib in der Wissenschaft entscheidet, tut dies vor allem aus Leidenschaft. Karriereperspektive oder Arbeitsplatzsicherheit spielen für den sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchs nur eine untergeordnete Rolle. Glücklicherweise ist das so, muss man fast schon sagen, denn im Wissenschaftsbetrieb sind beides bislang regelrechte Fremdworte und das muss sich endlich ändern. Der Umfang
Der Umfang des wissenschaftlichen Personals an Hochschulen unterhalb der Professur ist von 2000 bis 2014 um 76% auf 145.000 Beschäftigte angewachsen. Eine gute Entwicklung, könnte man meinen, vor allem natürlich auch angesichts der rasant gestiegenen Studierendenzahlen. Aber im selben Zeitraum stagnierte die Zahl der unbefristet Beschäftigten. An den Universitäten ist diese Zahl sogar leicht gesunken. Und das ist der große Skandal. Sage und schreibe 93% des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses an Hochschulen, also fast alle wissenschaftlichen Beschäftigten unter 45 Jahren, verfügten im Jahr 2014 nur über eine befristete Anstellung. Das ist eine ungeheuerliche Zahl. Fakt ist, die Wissenschaftspolitik der vergangenen Jahrzehnte, insbesondere die Umstellung der Finanzierung auf Drittmittel, haben den Wissenschaftsbetrieb regelrecht prekarisiert. Und die Beschäftigten müssen jetzt die Folgen dieser Politik ausbaden. Es ist mittlerweile fast die Regel, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf mehreren Teilzeitstellen gleichzeitig arbeiten, dort jeweils mehr Stunden investieren, als sie eigentlich bezahlt bekommen, und dann auch noch schlecht bezahlte Lehraufträge annehmen, um den Betrieb an den Hochschulen überhaupt aufrechtzuerhalten. Kein Wunder also, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Universitäten im Schnitt doppelt so häufig kinderlos bleiben und das trotz Kinderwunsch wie der Durchschnitt aller Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen. Ich denke, die herrschende Wissenschaftspolitik ist familienfeindlich. Das ist ein zentraler Befund dieses Berichts. Nehmen Sie die Auswirkungen Ihrer Politik mal zur Kenntnis. Wenn die Bundesregierung nun behauptet, dass sie an diesem Problem arbeiten würde, dann mag das stimmen. An einer Lösung arbeiten sie wohl aber eher nicht, denn ihre Maßnahmen sind halbherzig und die Wirkung fraglich. Ziel der Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes war ja angeblich, den Befristungswahnsinn einzudämmen und den befristeten Arbeitsvertrag auf die Qualifizierung, also zum Beispiel auf eine Promotion, zu beschränken. Aber ja, das ist gut, dass das noch das Ziel ist. Das Ziel ist aber, daran muss man dann auch noch arbeiten. Denn auf die Kleine Anfrage der Linken vor ein paar Wochen antwortet die Regierung dann zum Beispiel, ich zitiere, der Begriff der Qualifizierung ist der Auslegung zugänglich und kann auch im Rahmen einer kurzen Befristungsdauer verfolgt werden. Zitat Ende. Im Klartext, Sie weigern sich zu definieren, was unter Qualifizierung zu verstehen ist. Und jetzt kann alles Mögliche dazu gemacht werden. Und das nehmen Sie ganz bewusst in Kauf. Und genauso zu Lasten der Beschäftigten geht auch die folgende Aussage der Bundesregierung aus der gleichen Kleinen Anfrage. Ich zitiere, es können auch sinnvolle Teilabschnitte bei der Qualifizierung gebildet werden. Zitat Ende. Damit öffnet die Bundesregierung kleinteiligen Stückelverträgen doch Tür und Tor. Ist das das, was SPD und Union unter Bekämpfung des Befristungsunwesens verstehen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und was das Programm für den wissenschaftlichen Nachwuchs betrifft, der Umfang des Programms reicht nicht aus, um relevant Karriereperspektiven zu schaffen und vor allem, um endlich mal die Betreuung der Studierenden zu verbessern. Und ganz ehrlich, die Perspektive dieser 1000 Tenure-Track-Stellen ist ja jetzt auch gar nicht mehr so sicher. Denn die Fortsetzung des Hochschulpaktes steht in den Sternen, weil die Union das ja blockiert. Die Hochschulen haben überhaupt keine Planungssicherheit. Und da ist dann schon die Frage, ob die Tenure-Tracks wirklich sicher in eine Professur münden oder ob die Stellen nicht doch noch einer Überarbeitung des Personalplans zum Opfer fallen oder ob eben im Gegenzug andere Professuren gestrichen werden. Und das muss wirklich unbedingt verhindert werden. Kolleginnen und Kollegen, dass es angesichts dieser Zustände noch nicht zum regelrechten Aufstand an den Hochschulen gekommen ist, liegt wohl vor allem am hohen Enthusiasmus der Betroffenen. Aber ich denke, auch dieser Enthusiasmus hat irgendwo seine Grenzen. Auf den Demonstrationen des March of Science in Deutschland haben die meisten Redebeiträge die unsicheren und ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft thematisiert und angeprangert. Und recht haben sie. Echte Wissenschaftsfreiheit, echte Wissenschaftsautonomie gibt es nur mit guter Arbeit und ökonomischer Unabhängigkeit. Die Bedingungen dafür herzustellen, das ist die Aufgabe von Politik. Die Linke steht dafür bereit. Vielen Dank. Nicole Gulke war das für die Linksfraktion. Nach ihr jetzt Simone Raths für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie viele von Ihnen spreche ich häufig mit Vertretern von Hochschulen und auch unseren außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und da geht es häufig dabei um die Situation unseres wissenschaftlichen Nachwuchses.
Und vor einigen Tagen erzählte mir ein Professor von seiner Hochschulleitung, die alles dran setzt, die jungen Forscher verantwortungsvoll auf ihrem weiteren Weg zu begleiten. So sollen sich Postdocs weiterqualifizieren. Sie bekommen Unterstützung beim Beantragen von Fördermitteln. Und der Kontakt mit Partnerhochschulen im Ausland hat höchste Priorität. Denn so können sich die jungen Wissenschaftler von Beginn auch international vernetzen. Man unternimmt an dieser Hochschule alles, um die klügsten Köpfe zu fördern und in der Forschung und im Land zu halten. Aber auch der Kontakt außerhalb der Wissenschaft wird gesucht, um auch Berufsperspektiven in Wirtschaft und Gesellschaft aufzuzeigen. Da muss man sagen, an dieser Hochschule läuft also vieles gut. Man kümmert sich um den Nachwuchs, um den wissenschaftlichen Nachwuchs. Aber wir wissen auch alle, das ist kein Normalfall. Das ist leider eben bis heute eine Ausnahme. Der Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs stellt diesmal auch wiederum fest, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland sind, und ich zitiere, hochgradig unzufrieden mit den Aufstiegsmöglichkeiten, der Arbeitsplatzsicherheit und der Planbarkeit ihrer Karriere. Wir haben in dieser Legislatur wichtige Gesetzesvorhaben verabschiedet. Frau Wanka ist gerade darauf eingegangen. Mit diesen Maßnahmen wollen wir gegensteuern und haben wir gegengesteuert. Wir haben das Wissenschaftszeitvertragsgesetz novelliert und damit reformiert. Und Frau Gohlke, ja, ich gebe Ihnen recht, die Qualifizierung zu definieren, war eigentlich unser Wunsch. Das hat unser Koalitionspartner so nicht mitgetragen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, wir haben an unseren Universitäten oder allgemein an unseren Hochschulen ja intelligente Menschen. Die wissen doch eigentlich, was eine Qualifizierung bedeutet. Und wir sind ja nicht die Erziehungsberechtigten unserer Professorinnen und Professoren. Also eigentlich müssen Sie von alleine auch mal drauf kommen, was in einem Wissenschaftsbetrieb unter Qualifizierung zu verstehen ist. Und wir haben den Pakt für den wissenschaftlichen Nachwuchs verabschiedet und 1000 zusätzliche Stellen geschaffen. Ich hoffe, dass es bei diesem Wort zusätzlich auch bleibt, denn da merkt man ja, dass daran schon wieder gedoktert wird. Also eigentlich muss ich sagen, das kann man erstmal als Quintessenz für diese Legislatur gemeinsam feststellen. Wir haben wichtige Projekte auf den Weg gebracht und darauf können wir auch erstmal stolz sein. Und da ist es für mich erstmal enttäuschend, dass die meisten Zahlen im vorliegenden Bericht hoffnungslos veraltet sind. Wie kann es zum Beispiel sein, dass es seit 2011 keine Erhebung zur Laufzeit von Arbeitsverträgen mehr gibt? Also dafür fehlt mir das Verständnis. Es sind auch viele Zahlen von 2014 enthalten. Also es tut mir leid. Und gerade weil wir über die Projekte steuern, die wir geredet haben, die wir in dieser Legislatur beigesteuert haben, wäre hier also wirklich das Bundesministerium für Bildung und Forschung nochmal beauftragt, hier nachzuarbeiten. Ich habe Sie, Frau Professor Wanka, so verstanden, dass hier auch etwas passiert. Aber ich muss sagen, so ein Bericht mit Zahlen von 2011, also uns hier vorzulegen, finde ich schon ein bisschen dürftig. Dennoch, und das macht der Bericht deutlich, es ist schwer, die Arbeit mit dem Familienleben zu vereinbaren. Und ich muss sagen, wir sprechen hier eben nicht über junge Doktoranden mit Ende 20. Das ist ja immer das, was uns vorgehalten wird, dass gesagt wird, ja, die jungen Leute, die qualifizieren sich, die promovieren und so weiter. Nein, wir sprechen über bereits promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter 45, von denen immer noch 4 von 5 nur über Zeitverträge beschäftigt sind. Daher verstehe ich jetzt nicht, aber vielleicht müssen wir da gemeinsam auch noch mal in den Bericht schauen, wie unsere Ministerin gerade sagte, dass hier Vollbeschäftigung eintritt, vielleicht aber dann auf befristeten Verträgen. Und dieser angebliche Nachwuchs steht aber doch längst mitten im Leben. Ich finde sowieso diesen Begriff wissenschaftlicher Nachwuchs so ein bisschen schwierig. Und gerade wenn man mitten im Leben steht, muss ich sagen, dann braucht man eben auch Planungssicherheit. Und Frau Gohlke ist gerade schon darauf eingegangen, ganze 88%, also so gut wie alle jungen Wissenschaftler, wünschen sich Kinder. Die überwiegende Mehrheit schiebt aber dann die Familiengründung auf die lange Bank. Und am Ende bleibt fast die Hälfte aller Wissenschaftlerinnen kinderlos. Und das, muss ich sagen, ist doch traurig in der heutigen Zeit, dass man sozusagen abwägen muss, noch heute, ob Arbeit oder Familie im Fokus steht. Und ich denke, da müssen wir dringend etwas ändern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es hat mich vor einigen Tagen sehr irritiert, dass viele Hochschulleitungen nach wie vor wenig Bedarf für Veränderungen sehen. Laut einer aktuellen Umfrage halten die Mehrheit unserer Rektorinnen und Rektoren eine Befristungsquote von weit über 50% für absolut angemessen. Und es stört sie auch nicht, dass inzwischen jede vierte Lehrveranstaltung an deutschen Hochschulen von befristetem Personal gehalten wird. Da fragt man sich doch, oder ich frage mich da, wozu haben wir eigentlich die Professoren? Was ist denn eigentlich ihre Aufgabe? Ich dachte, die Aufgabe ist auch, Lehre zu halten.
Und ich weiß natürlich, ich habe Selbstvorlesungen gehalten, eine gute Lehrveranstaltung zu konzipieren und durchzuführen, ist eben keine Routineaufgabe. Es ist fachlich anspruchsvoll und insbesondere auch zeitlich aufwendig. Aber was sollte zu guter Lehre motivieren, wenn damit kein Blumentopf zu gewinnen ist? Es zählt ja eigentlich nur, wie viele Drittmittel habe ich eingeworben, wie viele Veröffentlichungen habe ich getätigt, wie sind diese gerätet und so weiter und so weiter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gute Beschäftigungsbedingungen und gute Lehre gehen meines Erachtens Hand in Hand. Daher wollen und brauchen wir dringend einen grundlegenden Kulturwandel unseres Wissenschaftssystems. Unsere Hochschulen müssen sich auf den Weg machen. Die Studienqualität muss steigen und die Studienabbrüche sinken. Ein Schlüssel dazu ist die Verbesserung der Betreuungsrelation durch gut qualifizierte und langfristig beschäftigte Mitarbeiter. Da habe ich mich auch gefreut, eben von Ministerin Wanka zu hören, dass hier auch mehr geplant ist, dass wir eigentlich auch mehr erwarten. Denn natürlich sind mehr feste Stellen dafür wichtig und natürlich auch verbindliche Konzepte zur Personalentwicklung. Nur so kommen wir zu planbaren Karrierewegen und transparenten Personalentscheidungen. Wichtig dafür ist die nachhaltige Verbesserung der Grundfinanzierung unserer Hochschulen. Ich denke, das ist uns allen klar und das ist eine Aufgabe für die nächste Legislatur. Wir, die SPD, wollen dazu beitragen, die befristeten Mittel des Hochschulpaktes endlich zu einer verlässlichen und dauerhaften Kofinanzierung zu machen, aber auch Bund und Länder müssen zukünftig besser zusammenarbeiten und nicht nur eifersüchtig Kompetenzen hin und her schieben. Genau dann erreichen wir nämlich unser Ziel, was wir wollen, dass sich die Beschäftigungssituation unserer jungen Wissenschaftler in Forschung und Lehre deutlich verbessert. Vielen Dank, Simone Ratz. Simone Ratz war das für die SPD-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Kai Gehring, der Sprecher für Hochschule, Wissenschaft und Forschung von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute ist der Tag des wissenschaftlichen Nachwuchses. Und das hat er mehr als verdient, denn er ist kreativ, hochmotiviert und hoch engagiert. Allerdings sind die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft nach wie vor nicht attraktiv genug, und das muss sich dringend ändern. 93% sind laut Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs befristet beschäftigt. In der übrigen Arbeitswelt sind es etwas mehr als 8%. Selbst wenn man berücksichtigt, dass ein hohes Maß an Mobilität und Flexibilität in der Wissenschaft üblich ist, muss man festhalten, die Beschäftigungsbedingungen in der Wissenschaft für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind aus dem Ruder gelaufen. Selbst gestandene Leute müssen sich noch Jahre nach ihrer Promotion von Halbjahresvertrag zu Halbjahresvertrag hangeln. Lehre wird immer mehr von prekär Beschäftigten geleistet. Die Situation von Lehrbeauftragten und Privatdozenten ist skandalös. Auf der Strecke bleibt die Planbarkeit der wissenschaftlichen Karriere, die Familienfreundlichkeit sowieso. Das Befristungsunwesen in der Wissenschaft müssen wir mit Entschlossenheit wirksam bekämpfen. Es gibt viele Möglichkeiten, die Bedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu verbessern. Aber es ist absolut enttäuschend, dass Union und SPD keine davon wirklich überzeugend genutzt haben. Nach unendlich langen Debatten haben sie eine aus grüner Sicht untaugliche Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes beschlossen. Mindestvertragslaufzeiten, Fehlanzeige. Und was zum Beispiel unter dem Begriff Qualifizierung zu verstehen ist und was eine sogenannte angemessene Befristungsdauer bitte schön sein soll für einen Qualifizierungsschritt, das bleibt im Gesetz undefiniert. Und durch solche Schwammigkeiten und Hintertürchen verfehlen sie das eigentliche Ziel, einen klaren rechtlichen Rahmen für bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft zu schaffen. Weil die Novelle wohl kaum wirken wird, dürfen wir auch nicht bis 2020 mit der Evaluation des WissZeit-VG warten. Sie haben dann ja sogar noch reingeschrieben in die Novelle, erst 2020 wird novelliert. Das würde dann richtig knapp, wenn man in der nächsten Legislatur noch die schlimmsten Fehlentwicklungen dann beheben will, wenn man das gründlich machen will. Statt 2020 zu evaluieren, muss 2020 schon die Überarbeitung des vergeigten Gesetzes stehen. Wir brauchen mehr Dauerstellen für Daueraufgaben. Wir brauchen klare Vertragslaufzeiten, ein Wegfall der Tarifsperre und eine echte Familienkomponente, damit Kinder- und Wissenschaftskarrieren endlich vereinbar sind. In den letzten Debatten haben Sie so getan, als wenn Sie das schon erledigt hätten. Ein zweites Feld, wo Union und SPD Möglichkeiten versemmelt haben, ist die Modernisierung der Personalstrukturen. Mit den Wissenschaftspakten
allen voran der Exzellenzinitiative, haben wir in den letzten Jahren viele Promovierende angezogen. Nicht alle werden im Wissenschaftssystem bleiben, aber unser Anspruch muss doch sein, die besten Köpfe aus dieser Gruppe dann eben auch dauerhaft für die Wissenschaft gewinnen zu können, statt sie zu vergraulen. Andernfalls wäre das Geld für die ganzen Wissenschaftspakte nicht nachhaltig genug angelegt, denn Wissenschaft wird von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemacht. Immerhin, es gibt das Programm für 1000 Tenure-Track-Professuren an Universitäten. Das ist ja nur ein Bruchteil der Junior-Professuren, die schon von Rot-Grün eingeführt wurden. Aber ob dieses Tenure-Track-Programm funktioniert, das muss sich erweisen. Die Hochschulen sind da nicht so begeistert von. Und so oder so bleiben trotzdem unklare Perspektiven und wenig Planbarkeit für viel zu viele andere im Alltag. Von einem Pakt für den wissenschaftlichen Nachwuchs in Gänze kann sowieso keine Rede sein, weil andere Personalkategorien, wie insbesondere der Mittelbau, außen vorbleiben. Die Fachhochschulen haben Union und SPD ja dann erstmal ganz vertröstet auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Und ich entdecke da viel zu viel Alibi, viel zu viel Kosmetik und viel zu wenig wirklich beherztes Handeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wären schlecht beraten, wenn Sie sich darauf verlassen, dass sich Nachwuchswissenschaftler aus Motivation und Selbstlosigkeit endlos ausbeuten lassen. Wenn es im Wissenschaftssystem jenseits der Promotion immer weniger verlässliche Perspektiven gibt, ist der Gang ins Ausland oder in die Wirtschaft eine schier logische Konsequenz. Und damit gefährden wir das deutsche Wissenschaftssystem insgesamt. Das darf nicht sein. Neugierde und Lust auf Fragen und Zweifeln treibt die Wissenschaft voran, und dafür braucht es auch Vielfalt. Ein wichtiger Aspekt ist daher die Gleichstellung und die Geschlechtergerechtigkeit der Wissenschaft, weil es mehr Frauen in der Spitze der Wissenschaft braucht. Auch das wollte die Koalition voranbringen, aber auch in diesem Feld schlichtweg Enttäuschung auf der ganzen Linie, denn nichts ist geworden aus der Ansage im Koalitionsvertrag, in den Programmen verstärkt die Einhaltung von Gleichstellungsstandards zu verankern, weder beim Pakt für Forschung und Innovation noch bei der neuen Exzellenzstrategie. Auch im Tenure-Check-Programm fehlen klare und harte Gleichstellungsziele. Beim Professorinnenprogramm, naja, immerhin noch eine Absichtserklärung herausgekommen, aber insgesamt eine ernüchternde Bilanz aus 4 Jahren Koalition bei der Gleichstellungspolitik. Ich hoffe und setze auf die nächste Wahlperiode. Es steht an, ein vernünftiges WissZeit-VG, damit man mit Sicherheit gut forschen kann. Es steht an, ein Personalprogramm für die Fachhochschulen. Es steht an, eine bessere Grundfinanzierung für die Hochschulen und auch mehr Verantwortungsbewusstsein in der Wissenschaft für die eigenen Mitarbeiterschaft in puncto Personalentwicklung und Karrierewege. Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler benötigen eine Entfristungsoffensive, klare Karriereperspektiven. Und wir benötigen das Ende der Rede. Und deshalb ein letzter Satz: bessere Arbeitsbedingungen und mehr Familienfreundlichkeit. Wir lassen nicht locker, dieses Ziel zu erreichen. Kai Gehring war das, Bündnis 90 Die Grünen, mit seiner Kritik. Ein ernüchterndes Fazit, hat er gesagt, Wissenschaftspolitik der Großen Koalition. Ja, meine Damen und Herren, soweit also unsere Übertragung heute aus dem Bundestag in Berlin. Morgen früh zur gewohnten Stunde um 8.45 Uhr sind wir wieder für Sie da. Wir geben jetzt zurück in die Sendezentrale nach Bonn.